Yo, Freunde, Pixelmann ist zurück. Come up, würdest du das bitte lassen? Du bist nicht Schwester Joy. Was willst du da rein? Willst du geheilt werden? Was tust du da? Was tust du da, Come up? Egal, es freut mich unglaublich, dass ihr euch die erste Folge so gut gefallen hat. Hoffentlich wird euch diese hier auch gut gefallen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal die Wolle hier abbauen. Das sieht ja hässlich aus. So, jetzt wird es bestimmt besser aussehen. Oder auch nicht. Scheiße. Egal, ich habe gerade erstmal meine gelben Aprikokos gekocht, in der Hoffnung, dass ich daraus neue Pokebälle bauen kann. Aber dann habe ich gesehen, dass man nicht einfach so gelbe Aprikokos drei nebeneinander anordnen kann. Mensch, das ist richtig kompliziert. Das ist ja hier wie Tetris. Tetris in Pixelmon mit Aprikokos. Denn, und zwar kann man folgende Bälle herstellen. Wenn jetzt auch noch die beiden grünen gekocht wären, dann könnte ich neue Bälle herstellen. Und das habe ich auch vor. Dann habe ich nämlich einen Levelball, zwei Schwerbälle und... Und... Moment. Und einen... Safari-Ball. Okay, die werde ich jetzt erstmal basteln. Alles klar, Safari-Ball-Deckel. Zwei Eisenhalbkugeln habe ich nur. Ich könnte noch mehr machen. Egal, machen wir später. Und Knöpfe und dann haben wir Safari-Bälle. Oh, die sehen cool aus. Die packe ich mal in mein Inventar, so zusammen mit dem Level-Ball. Ich weiß nicht genau, wofür ich das Schwert jetzt brauche. Ich lasse es einfach mal auch im Inventar. Einen Sonnenstein habe ich noch, rohen Fisch. Ich habe das Ganze hier auch übrigens auf Peaceful gestellt. Danke für den Tipp, denn hier gibt es ja eigentlich nichts, wofür man das auf normal stellen sollte. Und so verhungere ich jetzt nicht mehr. Beziehungsweise ich verliere kein Leben mehr. Und das ist super und so sind alle zufrieden. Denn das wahre Abenteuer besteht ja darin, Pokémon zu jagen. Und Pokémon zu fangen. Und genau das habe ich jetzt auch vor. So Leute, in dieser Folge werde ich am liebsten eine eigene Basis erstellen, wenn auch eine kleine. Vorerst wird die dann noch keinen Heiler haben, denn dafür habe ich gesehen, braucht man Diamanten. Und ich weiß nicht, oh, vielleicht gehe ich diese Folge noch Diamanten farmen. Könnte ich machen. Was meinst du, Kamaup? Kamaup? Was meinst du? Das macht mir ein bisschen Angst, das Vieh. Hier ist ein Magma auf Level 36, das Kamaup ist auf Level 21 und das scheint irgendwas genommen zu haben, denn es flitzt hier ganz schön rum. Kamaup! Und seht euch dagegen meins an. Es ist so langsam. Ich weiß nicht, was das Kamaup da hat, aber vielleicht solltest du es fragen und kommst du dann bald, ja? Nee, da geht's nicht lang. Ist sie schwindelig? Okay. Mein liebes Kamaup. Ich glaube, wenn ich meine Basis mache, dann hätte ich die ganz gerne in der Nähe von diesem Pokécenter hier, weil es sieht mir um einiges sympathischer aus. Wie gut, dass ich mein ganzes Zeug jetzt im anderen gelassen habe. Ein Level 7? Nein, ich habe gesagt, okay. Okay, du hast es so gewollt. Kamaup, komm. Glut. Zack. Tot. Hast du davon. Hast du toll gemacht, Kamaup. Hier, streicheln. Ich streichle dein Loch. So. Da steht ein... Oh, ist das ein Ponita? Casa Ponita? Auf welchem Level bist du? Welchem Level bist du? Ich sehe es nicht. Jetzt geh doch mal halt... Nimm doch mal deine Fresse da weg. Kannst du bitte 15... Oh, 15? Freunde, was meint ihr? Kommen wir dagegen an? 15. Wir haben zwei Pokémon. Oh, wäre es nicht cool, wenn wir uns jetzt einen Ponita fangen würden? Ich glaube, darauf kann ich auch reiten, oder? Irgendwie geht das doch. Ich werde es jetzt einfach machen. Komm, come up, go! Ich habe, wie gut, dass ich nur zwei Feuer-Pokémon habe gegen einen Ponita. Es wäre wahrscheinlich effektiver, hätte ich jetzt Wasser-Pokémon. Egal. Tackle, come up. Gut, das sieht sehr gut aus. Tackle. Glut. Ach, wie doof, das Ponita sitzt die ganze Glut gegen mich ein. Seht's euch an. Oh, lalalala. Oh, da kann ich meine neuen Safari-Bälle ausprobieren. Es ist fast tot. Das ist jetzt der optimale Zeitpunkt. Komm, Freunde, das ist jetzt spannend. Das ist jetzt super spannend. Safari-Ball, komm. Plonk. Und. Komm schon. Ja, wir haben einen Ponita gefangen. Leute, wir haben einen Ponita. Ja, ist das cool. So, ich werde es rausholen. Da. Ponita. Ja, ich reite meinen Ponita, seht's euch an. Oh, ist das super. Ist das super, Freunde. Jetzt ist alles viel geiler. Seht's euch an. Ich reite auf Ponita. Fantastisch. Und mein Cape weht im Wind. Wir sind die allerbesten jetzt schon. Ponita, du hast eine viel zu große Fresse. Ich kann gar nichts sehen. Scheiße. Ich habe ja gerade gemerkt, dass mein Glumanda auf Level 12 ist. Das heißt, wenn ich meinen Glumanda jetzt noch ein wenig level, dann könnte sich das weiterentwickeln in dieser Folge noch. Das wäre super. Ich sollte eventuell was essen. Habe ich irgendwas dabei? Habe ich natürlich nicht. Kann ich die Aprikokos essen? Kann ich natürlich nicht. Fuck, da muss ich jetzt dringend was zu essen suchen. Oh nein, ey, das Vieh ist ja wirklich überall. Oh, habt ihr gesehen, wie es hinter... Nein, es will mich entführen. Hilfe, Pokepolizei. Es hat gerade Glumanda getötet. Nein, ich möchte nicht. Come up, komm, opfer dich für mich, bitte. Du hast doch ein Loch. Ich bin sicher, da ist Hypnodrang begeistert. Jetzt hör doch auf, du Vieh. Pokepolizei, Hilfe, ich brauche einen Erwachsenen. Wo ist meine Rape-Pfeife? Es kommt.
Es will mich entführen. Oh, seht's euch an. Ah, nein, jetzt hör doch auf. Nein, 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 nein. Es belästigt mich. Was ist das? Dieses Scheißvieh. Es gibt nie auf. Flüchte, flüchte. Oh, Bonita. Nein. Es hat sich teleportiert. Weg, weg. Oh, Bonita ist optimal zum Flüchten von dem Vieh. Nein, komm. Bonita, Bonita. Nein, 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 Bonita, komm, hilf mir. Du hast die Fähigkeit zum Wegrennen und deswegen, wo bist du? Wo bist du? Wo ist Bonita hin? Wo ist Bonita hin? Hilf mir! Go, go, Bonita. Da ist ja noch eins. Sie sind überall. Sie sind überall, die Viecher. Hilfe. Oh, was ist das denn? Ein, was? Ich kann es nicht sehen. Laternektor? Laternektor? Okay, ist sehr gut. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, das ist, ach Mann, wie dieses einfach dieses dumme Rape-Hypno mir ständig einen Strich durch die Pläne macht. Verdammtes Vieh. Und genau vor dem Pokécenter wartet natürlich ein Driftlon auf mich. Okay. Wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr was? Ich werde kurz meine Pokémon heilen. So. Und dann befreien wir jetzt die Welt von einem weiteren Rape-Übel. Wo bist du hin? Ah, da oben ist er. Da oben ist er. Komm her, du Scheißvieh. Du wirst keine kleinen Kinder mehr entführen. Nicht mehr, wenn ich mit dir fertig bin. Bleib jetzt stehen. So, Bonita, komm, Flammenrad. Ja, ja. Was ist jetzt passiert? Nein, das wollte ich nicht. Bonita, komm. Hindere es daran, noch jemals wieder ein kleines Kind zu entführen. Ja! Ein weiteres Übel ist von dieser Welt verbannt worden. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie so ein Superheld. Wo ist mein Bonita? 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 Ach, du bist wieder. Da bist du ja. Bonita, wir haben es geschafft. Yeah. Auf ins Poké. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum ist das Vieh hier? Ich hasse es. Ich bin nicht in die Rape-Welt geraten oder was geht hier ab? Ich verstehe es nicht. Jetzt greift mich das Ding auch noch an. Komm, Bonita, zum Glück kannst du... Ich hasse es so sehr. Lass mich doch! Du verdammtes Traumato. Es ist... seht ihr, was hier passiert, Freunde? Seht ihr, was hier passiert? Ich möchte nur in Ruhe im Pokécenter chillen. Dieses verdammte... Nein, lass mich weg. Das geht doch weg. Nein. Nein. Das kann doch nicht sein. Es Hilfe. 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 Ich gehe doch lieber wieder zu meinem anderen Pokécenter. Was habe ich gesagt, dass ich hier die Basis errichten will? Nein, nein. Nein, nein. Dieser Plan ist soeben gestorben. Hilfe! Oh Mann, ist das alles schlecht. Wo ist mein anderes Pokécenter? Da. Komm, Bonita. Nee, das ist kein Pokécenter, das ist ein Pilz. Fuck. Ist mir das Traumato da hinten gerade nachgerannt? Oh, scheiße. Was ist das denn da? Oh, wie schnell ich auch schwimme. Das ist ja noch was Neues. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist das? Oh, Aprikokobaum. Okay, was ist das hier? Was ist das? Warum steht es halb im Wasser? Hä? Es ist... Wenn ich mal den Eingang finden würde, es ist auf jeden Fall kein Pokécenter, glaube ich. Es ist... geflutet! Nein, es ist nicht. Oh, es ist ein Haus. Ist es doch ein Pokécenter? Hier steht ein PC. Oh, hier kann ich meine Pokémon lagern. Das ist ja super. Ha, ich glaube, ich habe soeben meine neue Basis gefunden. Ja, das hier wird definitiv meine neue Basis. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt eine bauen würde. Und das Teil hier ist so schön versteckt. Nein, nicht sterben, komm zurück. So, und das Ding hier ist so schön im Wasser versteckt. Ich glaube, ich werde mein ganzes Zeug hierher holen. Und dann werde ich hier meine Basis machen. Das ist eine coole Idee, das werde ich tun. Was zur Hölle will das Vieh da oben? Es ist Tag. Du solltest gerade nicht hier sein. Du solltest irgendwo über Kopf hängen. Oder verbrannt werden. Na gut, viel Spaß da oben. Ich habe gerade gesehen, dass in dem Pokécenter ja auch ein PC stand. Ups. Egal, das hier ist trotzdem eine viel bessere Basis, finde ich. Ich meine, sie ist so schön versteckt und klein und gemütlich. Ich finde, sie ist einfach super. Sie ist perfekt für mich. So. Denn hier bin ich hoffentlich sicher vor den Rape-Pokémon. Ich bin eben gerade zurückgekommen und da war schon wieder so ein Driftlon, so ein Rape-Driftlon vor meiner Fresse. Und das ist echt nicht cool. Kann ich mein Bett hier hinten so ganz versteckt? Ja. Oh. Seht's euch an. Ist es nicht eine super Basis? Ich finde, das ist eine super Basis. Hier haben wir Miltanks. Sehr cool. Von denen kriegt man, glaube ich, Leder. Nein, du hast das Miltank getötet. Jetzt ist weniger für mich da. Verdammt, du blöde Kuh. Glut, Glumanda, komm. Miltank ist verbrannt. Nein, Glumanda, verbrenn doch nicht das gute Leder, du Spacko. Da bist du jetzt aber selbst schuld dran hier. Das ist jetzt deine Schuld. Jetzt zerkratzt auch noch das Leder. Es ist perfekt. So, komm, Glut. Ein Igler. Ja, ja, nicht gegen Glumanda hier. Komm, das ist sehr cool. So krieg ich mein Leder und Glumanda kriegt Training. Und das ist im Endeffekt cool für uns beide. So, Miltank ist tot. Ich habe zwei Leders bekommen.
Oh Mann. Und Glumanda ist Level 14 und 15. Oh, Leute, Leute. Nein. Mirapla, Mirapla, würdest du bitte nicht. Würdest du bitte nicht. Dankeschön. Da ist ein Miltank. Yes, yes. Komm her, welches Level bist du? Du bist Level 8. Perfekt. Ja, komm. Das wird jetzt Glut. Ja, Kampf, Glut. Ja, nur noch einmal. Komm schon, Glumanda. Ich glaube an dich. Ein rohes Rindfleisch? Ernsthaft? Ich brauche ein Leder, verdammt. Aber Glumanda ist Level 16. Okay, Freunde, jetzt wird's spannend. Hier, was ist das? Drachen irgendwas. Das ist super, ich verlerne einfach mal Rauchwolke. Was? Nanu? Glumanda entwickelt sich! Kenzel! Oh shit! Oh shit! Seht's euch an, es entwickelt sich! Ach du Scheiße! Es wird größer! Es wird viel größer! Es wird so groß wie ich! Du meine Fresse, wird das groß! Das sieht irgendwie creepy aus. Mein Spiel ist abgestürzt. Glumanda hat mein Spiel zum Abstürzen gebracht. GG. So, ich bin wieder da. Und ratet mal, Freunde, wer auch hier ist. Wo bist du hin? Da bist du. Seht mal, es ist ein Glutexo. Ja, Glumanda hat mein Spiel zum Abstürzen gebracht. Da habe ich es wieder gestartet. Und da war ein Glutexo jetzt. Ja, es ist wohl ein bisschen schüchtern. Ich will es ihm ja nicht verübeln. Es ist verdammt groß. Mal schauen hier so im Größenvergleich. War Glumanda nicht vorhin größer? Bist du gewachsen, um dann wieder zu schrumpfen? Glutexo, also seht mich an. Ich mit meinem Glutexo. Warte, ich brauche noch einen Pokéball in die Hand. Da, yeah. Würdest du bitte in die Kamera gucken? Würdest du bitte... Du Arschloch, du bist so ein Troll. Ich sehe das jetzt schon. Yeah, ich und mein Glutexo. Hui, es haut ab. Okay, hau doch halt ab. So, Freunde, wir haben ein Glutexo. Das ist sehr cool. Trotzdem würde ich gerne jetzt noch ein Stück Leder haben. Für meine Pläne, die ich noch vorhabe. Und da ich mich ja letztes Mal ein wenig erkundigt habe, wie man denn Sachen macht in diesem Spiel und was es alles gibt, weiß ich, dass ich jetzt Folgendes tun kann. Passt auf, Freunde. Ich werde mir jetzt erstmal Lederstiefel bauen. So. Die werde ich jetzt hier hinpacken. Dann nehme ich meine Eisen, pack die hier hin. Und dann nehmen wir die Feders, von meinem allerersten Kampf. Und dann kriegen wir alte Turbotreter. Ganz typisch Pokémon. Yeah! Seht euch das an. Jetzt bin ich schneller. Och, ist das super. Ist das super, Freunde. Seht euch an, wie schnell ich bin. Hui, ich bin jetzt fast so schnell wie mein Ponita. Naja, nicht ganz. Aber egal. Ich bin trotzdem super schnell. Hey, ein Dragosso. Oh, das wäre so super, wenn wir einen Dragosso fangen könnten. Level 24. Level 24, hm? Level 24. Level 24. Wenn alle meine Pokémon vereint gegen das Dragosso kämpfen, könnte ich es dann fangen. Das wäre der optimale Triumph dieser Folge. Ich werde es einfach ausprobieren. Komm, Glutexo. Komm, Glutexo, bitte. Würdest du jetzt bitte... Ach Gott, würdest du jetzt bitte das... Danke. Yeah, Dragosso im Kampf. Glut. Nein, Drachenwut. Oh. Holy shit. Okay, klar, warum nicht? Dann setze ich meinen Levelball ein. Komm schon, bitte. Oh, das wäre so perfekt. Komm schon. Bitte, bitte. Ja! Freunde, wir haben einen Dragosso auf Level 24 gefangen. Och, ist das super. Die Folge läuft alles so cool. Wo ist es? Komm raus, bitte. Dragosso. Jetzt, hier. Dankeschön. Und, da ist es, das Dragosso. Nein! So, ich werde jetzt noch fix zu meiner Basis zurückkehren. Was ist das? Ach, das ist ein Hut. Das sah aus wie so ein Ball von Weitem. Egal. So, ich werde jetzt noch fix in meine Basis gehen. Ohne Raid-Pokémon. Ach, ist das alles friedlich hier drin. Ist auch so schön ausgeleuchtet. So, dann werde ich mich jetzt ins Bett hauen. So. Und jetzt ist alles super cool. Jetzt können wir die Folge frohen Mutes beenden. Mit einem Dragosso und einem Ponita und einem Kamaub. Meinem neu errungenen Glutexo. Freunde, vielen Dank fürs Anschauen mal wieder. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Die nächste Folge kommt bald und dann werden wir uns wiedersehen und mehr coolen Pokeshit machen. Also bis dann. Hier war Ray. Tschüss. Danke fürs Anschauen des Videos. Besucht Sir Ray Low auch auf Facebook sowie auf Twitter. Abonniert den Kanal noch heute und wir erwarten euch mit Kuchen.